was sie tut, wird bestätigt. Dieses Abschütteln macht sie auch ein bisschen, weil ihr das Geschirr unangenehm ist. Das hat also nicht mehr unbedingt was damit zu tun, dass jetzt Stress aufgrund des Papieres entstanden ist. Das werde ich ihr mal zeigen, dass wir ans nächste Gerät einfach ein paar Leckerlis verstreuen. Klasse! Mäuschen! Cool! Ha? Und ich stelle mich auch mal selber drauf, um mir einfach zu zeigen, dass es überhaupt gar nicht doof. Super! Das ist ja schon mehr, als ich erwartet habe. Klasse! Ah, cool! Wie kommst du da jetzt ran? Und wenn sie dann doch mal ausrutscht, wie jetzt gerade eben, keine Hektik, kein Stress, und dann ist das für den Hund auch gar nicht schlimm. Super. Und jetzt schaut sie, ob hier noch mehr Leckerlis sind, und hat entdeckt, dass ihr das eigentlich ganz gut schmeckt, was ich habe. Das sind alle fertig, bitte. Hätte ich nicht mehr gebraucht bei ihr. Sie ist auch so völlig bei mir. Sie steht auf getrocknete Entenstreifen. Klasse. Komm mal hier. Super. War ja im ersten Moment ein wenig gruselig. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Komm hier, du fuchselst dich nur mit der Leine. Wir versuchen es mal ohne. Training kam, hatte sie ein bisschen die Probleme, sich wenig am Menschen zu orientieren. Umso glücklicher, ui, toll, bin ich jetzt, dass sie sich ganz stark an mir orientiert. Klasse, super. Das ist ein bisschen Kyrie, die Leiter. Da wäre ich schon froh, wenn sie drauf. Klasse! Hey! Mäuschen! Ah, super! Super! Klasse! Ja, jetzt sind wir gemeinsam mal drüber gesprungen. Das ist ganz toll. Und für sie ist vor allem das Schöne. Klasse! Einfach was mit den Menschen zusammen zu erleben und dabei noch ein bisschen hier die Angst fangen. Jetzt macht ihr alles das Geräusch mit der Leiter. Ganz cool. Ganz toll. Oh, du bist so mutig! Du bist so mutig! Ja, schau mal. Toll! Sie hat ein bisschen Stress, ne? Sie möchte jetzt gerne das Leckerli